Hallo Freunde der Pressbrickets. Ich habe mich etwas vertan mit. Ja, Ende Januar geht's dann weiter. Nee, ist nicht. Wir haben das Anfang April. Hier sind wir da. Feuer in der Feuerschale brennt. Und ja, das sind nicht gute Stücke. Das Problem ist, ich habe Rücksprache mit meinem Kaminfeger-Kalter und der hat gesagt, nee, ist der Boden, weil so Zeitungspapier, also Karton, ist vom Baum bis zu dem Material zu viel verarbeitet. Es darf nicht in der Holzofen drin im Haus. Auf gar keinen Fall, das gibt Schafe. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 5.000, 50.000. Nur zu wenig, nur zu viel, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, eine schmerzliche Summe. Das auf jeden Fall. Ja, und jetzt habe ich da ein bisschen Stress mit meinem Feuer hier. Ich habe echt extra darauf geachtet, dass es nicht zu groß wird, dass man nachher die Flamme von der Pressbrücke jetzt auch besser sieht. Jetzt geht es irgendwie wieder in die andere Richtung, nämlich zu klein. Ja. Hier haben wir den Pressbrickett aus Karton und da aus Zeitungspapier. Ja, als erstes werde ich das aus Zeitungspapier testen. Das ist nämlich das, was ich wahrscheinlich nie wieder herstellen werde, seit ich die genauere Informationen über die Druckerschwärze habe, die da drin ist und was das übers Feuer macht. Ja, und als zweites kommt dann das. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Ich möchte auch gucken, wie nachher die Asche aussieht, falls das dann jemand tatsächlich für seinen Ofen benutzen möchte und es danach macht. Heißes Eisen meiner Ansicht nach, aber dann wisst ihr immerhin mal, wie die Asche aussieht, wie fein die ist, wie schnell sie sich im Raum verteilen kann. Sagt ihr, alles gut bei dir? Ja, für die Knieschnapplierung. Genau, in diesem Sinne. Erstmal Zeitungspapier brickiert und dann Karton. Also, bis gleich. Ja, wie ihr seht, irgendwie kommt das nicht richtig in Gänge, also brandtechnisch. Es glüht eher, wie das es brennt. Ich lege es mal nur ein bisschen normales Holz nach. Ja, es tut irgendwie besser. Und ich habe eigentlich gedacht, dass es durch die Luft, durch die Zuglöcher, in der Feuerschale einen ähnlichen Effekt hat wie im Ofen, dass es dann halt einfach geil brennt. So, jetzt brennt es irgendwie tatsächlich besser und dass es nicht allzu lang dauert, ihr aber doch alles mitkriegt, habe ich gerade beschlossen, ich lege es einfach das zweite, das Karton-Brikett auch noch drauf. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wie es abgeht. Ich hoffe ordentlich. Alternativ muss man halt einfach sagen, vielleicht ist es auch nur ähnlich wie ein Stück Kohle oder Rinderbrikett dazu da, um die Glut zu halten und um Wärme abzugeben, aber einfach keine schöne Flamme gibt. Naja. Ja, wirklich brennen tut es nicht. Ich lege das jetzt auch mal drauf. Oh, dann schauen wir mal. Heiß! Ja, hier sind wir jetzt. Lasst mich gucken. Das erste Brikett liegt eine halbe Stunde drin, das zweite Brikett eine Viertelstunde. So. Und jetzt
Wollen wir mal gucken. Zurück. So. Also brennen tun sie nicht wirklich. Wobei das Pappbrikett etwas besser brennt. Das Zeitungsbrikett hat mehr oder weniger nur für sich nachglüht. Und das ist jetzt ziemlich scheiße, weil sich das nicht irgendwie drehen lässt. So. Genau. Ja, fällt ziemlich auseinander. Die Asche ist sehr fein. Also ähnlich wie wenn ihr einen Stapel Zeitungen ins Feuer schmeißt. Gibt unter Umständen, wenn ihr euren Ofen sauber macht, eine riesen Sauerei. Insofern nochmal ein Minuspunkt. Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es im Ofen mit mehr Zugluft anders wäre, vom Brennverhalten her. Aber ich muss sagen, es ist letztendlich von der Ressource her ist eine super Alternative. Schade, dass unsere Regierung das dann verboten hat irgendwann. Ich glaube in den 70er, wenn ich es richtig nachrecherchiert habe. Und ja, es ist auf jeden Fall gut zum Gluthalten und zum Hitzehalten. Schönes Flammenbild gibt es nicht. Weder das Zeitungsbrikett noch das Kartonbrikett. Ja, und jetzt eine ganz, ganz große Bitte an euch. Wenn ihr Erfahrungen mit sowas habt und wenn ihr wisst, wie es besser geht, wenn ihr mal einen kleinen Tipp habt, dann schreibt das bitte unten rein, weil ich bin tierisch neugierig. Ich möchte wissen, was bei mir vielleicht schiefgelaufen ist. Ich möchte wissen, was ich besser machen kann. Also eins kann ich jetzt schon sagen, das Kartonbrikett hat besser Brand, weil es nicht so arg aufgefasert war und deswegen auch nicht so kompakt war. Ja. Ja, in diesem Sinne muss ich sagen, war eine schöne Erfahrung heute, ja, die zwei Briketts zu verbrennen. Wie es weitergeht, ob ich das weitermache werde, weiß ich nicht, eher nicht, weil das Gesetz das ja verbietet. In diesem Sinne, wie gesagt, vergesst nicht, wenn ihr Erfahrungen damit habt, Kommentare unter rein. Ja, und ihr habt euch wohl, gute Zeit, einen schönen Sommer, ein schönes Frühling und einen schönen Sommer. Und bis zum nächsten Mal. Ihr habt euch wohl. Ciao.